Yo, guten Tag, liebe Leute. Willkommen wieder zurück auf i9 Gaming. Und heute begrüße ich euch sehr herzlich zu einem neuen Flug. Und wir fliegen heute die Route Frankfurt nach San Francisco mit einem Lufthansa Airbus A380. Der Flug geht 10,5 Stunden und wir gehen mal wieder ins Cockpit. So, den Pre-Flight. Teil haben wir jetzt mal einfach übersprungen und wir befinden uns jetzt gerade im Pushback. So, auf diesem Flug sind wir heute mal nicht so voll beladen und ja, ihr seht, wir haben hier 258.000 Kilogramm Kerosin dabei. Wir starten mal Engine Number 1 and 4. So. Ganz relaxed Pushbacken. Ich hoffe mal, dass das klappt und mein F6 die 10 Stunden jetzt mitmacht. So. So, starting engine number 3 and 2. Da seht ihr den Pushback. Noch ein bisschen und dann kann man auch anhalten. Ja. Also, all engines are stabilized. Okay, warte, da sind ein paar Differenzen. Aber ja. Now all engines stabilized. Startup ist complete. So, bis zum gleich. So, der Taxi. Pushback ist jetzt komplett und wir rollen mal jetzt mal langsam auf die zugewiesene Startbahn 07 Center. Von da aus wird es heute nach San Francisco gehen und ja, dann rollen wir mal hier nach rechts rüber auf den Taxiway. Was ich ein bisschen witzig finde, hier fahren. Also das ist ein Gate vom A380 Alpha 20. Wir fahren auf A380 immer so als KI, aber wie ihr gesehen habt, auf dem Taxiway stand maximale Spannweite 65 Meter. Also A380 hat ein bisschen mehr als 65. Das ist ein bisschen komisch, ne? Aber mal sehen. Ein Video zu bearbeiten ist auch nicht einfach und ist auch zeitaufwendig. Und ja, deswegen versuche ich das so kurz und knapp wie möglich zu halten. Nur, dass das Video auch so schnell wie möglich auf YouTube online kommt, weil umso länger ich für ein Video brauche, umso mehr Probleme kommen dabei raus. Also, irgendwann stellt sich dann wieder raus, die Aufnahme ist dann doch irgendwo in der Mitte nicht so gelungen, wie die gelingen sollte. Man muss mal wieder viel rumschneiden. Das ist dann einfach so eine Sache, die dann auch das meiste kaputt macht, so bei einem Video. Ah, da ist eine British Airways. Das ist 767. Egal. Lassen wir mal vor. Wir wollen hinterher her. Und ja. Also ich habe hier das Add-on Mega Airport Frankfurt am Main V2 von Aerosoft. Ich weiß, ich glaube, es gibt schon eine V3 Version, aber die habe ich mir jetzt noch nicht geholt. Aber ja, wir wollen mal schön jetzt hinterher, bis zur Piste. Dann sage ich mal, wir sehen uns bei der Piste. So, hier stehen wir jetzt in der Bahn und wir haben die Freigabe zum Takeoff bekommen. Voller British Airways 767, die eigentlich vor uns war, aber dann ein Taxiway weitergefahren, also gerollt ist.
Das ist ein Vorteil für uns. Wir sparen dadurch Zeit und können dadurch pünktlicher den Takeoff machen. So, wir leihen mal hier ab. Das ist ein Runway und Geschwindigkeit drauf, die Beschleunigung sehr gut. Da drückt der Wind ein bisschen. Man merkt es hier, also die Maschine geht auf die Seite. Okay. V1, Rotate. Gehen wir langsam hoch. Super. V2, Positive Climb, Gear Up. So, ihr seht es da vorne direkt am Punkt, müssen wir die scharfe Linkskurve circa 70 Grad so. So. So, also man sieht, dass der Luftraum hier in Frankfurt sehr voll ist. Man hört dieses ICAS die ganze Zeit, also sagen Traffic, Traffic. Aber solange er uns nicht gefährlich nachkommt, interessiert uns das nicht so viel. So. Übrigens, das ist der Wilco A380. Deswegen auch ein bisschen besser, trotz ein paar kleinen Fehlern. Also es gibt manche Knöpfe, die musst du über das 2D-Panel drücken, weil du die 3D-Panel nicht drücken kannst. Aber so im Großen und Ganzen sind die ganz in Ordnung. So, hier steigen wir weiter jetzt. Wir haben die Transition Altitude erreicht, stellen dadurch jetzt, oder haben dadurch jetzt den Höhenmesser auf Standard gestellt. Ja, das ist der Standarddruck in Deutschland und in Europa jetzt 1000 Fuß erreicht. Das ist auch jetzt gestartet und hat die Freigabe auf 1000 Fuß sehr gut. Also, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ich für wirklich als nächstes mache. Ich hatte jetzt auch ein Projekt geplant, aber es wird erst zustande kommen. Also dass ich dann so eine FSX World Tour mache, von einem Punkt der Erde auf starte, einmal um die Welt fliege und dann an diesem Punkt wieder lande. Das soll dann eine kleine Playlist sein, aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich die Zeit dafür finde. Sorry für den kleinen Cut, aber
mein Aufnahmeprogramm hat ein paar Problemchen gemacht. Deswegen befinden wir uns jetzt schon mal auf der Zwischenflughöhe. Und der Reiseflughöhe. Unsere Cruising Altitude beträgt 30.000 Fuß, vielleicht Level 300. Und wir haben jetzt ungefähr noch eine Flugzeit von knapp 9 Stunden vor uns. Wir befinden uns momentan noch in Deutschland. Wir die 320 Knoten erreichen, dann können wir unseren kleinen weiter fortsetzen auf Freifälle Korrektion. Und ihr seht es, also wir sind noch in Deutschland, da vorne neben dem Wegpunkt, den wir da haben, seht ihr Köln EDDK, also Echo Delta Delta Kilo, und wir sind unsere über NRW. Dann nochmal weiter. Ich glaube, ich werde nur bis Nordschottland, also irgendwo bei Schottland aufhören. Oder also die Aufnahme pausieren und dann erst wieder in Amerika kurz vom Ziel aufhören. Jetzt sieht man einen kleinen Cut. Wir sehen uns auf der Reise. So, wir befinden uns momentan auf der Reiseflughöhe von 30.000 Fuß, Flight Level 300. Warum ich jetzt auf dieser Reiseflughöhe fliege, ist einfach aus folgendem Grund. Auf dieser Höhe kann ich mit dem A380 320 Knoten fliegen und ich kann auch Stoff geben, was ich dann auf 360 nicht kann. Auf 360 ist, glaube ich, maximal 280 oder 270 Knoten. Das geht. Wir müssen irgendwie ein bisschen Zeit aufnehmen. Deswegen, ihr seht, es sind also nicht viele Wegpunkte. Das erleichtert das Fliegen dadurch, dass wenn ich jetzt einen Promot haben, muss auch schnell einen Flughafen finden. Also die Route ist so geplant, dass wir über Island fliegen, über Grönland und dann direkt über Nordkanada. Also wir werden zwar in Atlantik vorbeifliegen, aber nicht direkt über Atlantik, so dass man keine Ausweichmöglichkeiten hat. So, da seht ihr dieses 2D-Panels hier. Recht gut gehalten. Und ja, also ich kann dies einfach nur jedem empfehlen, der den A380 als Addon spielen will. Das war tatsächlich gerade das allerbeste, aber es ist zu wenig zufrieden. Er stellt jemanden zufrieden. Thank you.
Ja, das ist unsere schöne Maschine, der Airbus A380 von Lufthansa. Und Papa, was machst du denn? Jetzt hab ich keine Hunger mehr eingedreht. Was machst du da? Na super, jetzt hat er wieder diesen Bug. Also, wenn er jetzt auf Navigation und Map so lockweise weiterfliegt und die Route einhalten soll, dann gibt es ab gewissen Stellen, wo er dann einfach abdreht und die Route verlässt. So, wir kommen wieder über der USA, eher gesagt über Kalifornien. Wir befinden uns gerade im Anflug auf San Francisco. Ich hatte gerade das Problem über den Meer, dass der Airbus einfach die Route nicht eingehalten hat. Und ja, jetzt musste ich einfach mal so weiterfliegen und hab dadurch dann einfach gekettet. Ihr seht es, wir sind jetzt gerade im Anflug. Wir haben die Anweisung auf 12.000 zu sinken. Das machen wir gerade. Wir verlangsamen schon mal auf 255 Knoten, damit wir auch gleich in der niedrigen Leitgruppe keine Probleme haben werden. Mit der Geschwindigkeit. Wir wechseln hier. Wir machen schon mal die Landing Lights an, damit wir das nicht vergessen. Und die One Way Turn Off. Jetzt waren wir auf Auckland Center. Also ich habe San Francisco jetzt nicht als Add-on. Ich habe das jetzt vor ein paar Wochen rausgenommen, die Add-ons nämlich mit San Francisco, weil es bei mir zu diversen Problemen geführt hat, also das heißt Grafikbugs. Zwar war die FPS in Ordnung, also, die waren ganz zwischen 20 und 25 FPS mit Aufnahmeprogramm und seit ein paar Tagen vor Wochen spielt die Scenery verrückt, also das heißt, wenn ich am Anfang bin, irgendwas wird nicht zu Ende angezeigt oder ist gar nicht mehr da und das sieht da einfach nicht mehr schön aus, deswegen habe ich mich dazu entschieden, jetzt einfach mal dann die Scenery wegzumachen und wir landen heute auf einer Standard-Scenery von San Francisco. Ist da jetzt nichts machen, aber entschuldigt. Oh, da drückt der Wind schon wieder, also ordentlich. Ein richtiger Schubser war das. Ich habe die leichte Vermutung, dass wir gleich in einen immens großen Traffic Trouble reinkommen. Das wird gleich ordentlich Ärger geben. Jetzt ist gut. Ich bin jetzt vor ein paar Wochen wieder da angeflogen. Und ich muss sagen, ich musste sage und schreibe dreimal durchstarten, bevor ich landen konnte. Wenn ich ehrlich bin, diesmal starte ich nicht durch. Obwohl ich auch wenn ich die Anweisung kriege, durchzustarten, werde ich nicht durchstarten, weil jetzt zieht sich das alles in die Länge. Ich muss dann wieder neu anfliegen, aber also neu abfliegen. Deswegen, wenn wir, egal was ist, mal sehen, wie der Verkehr gleich im Anflug ist. Momentan ist noch alles möglich. Yeah.
der Wind hier oben. So, wir sind für die Landebahn 28 links freigegeben. Das heißt, wir werden auf der Runway 12 left in San Francisco landen. Das ist die Piste, die über Wasser geht. Oh, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ja, das seht ihr, also es ist so viel los hier, ich kann nicht meine Antwort geben, also ihr seht es gerade. Unglaublich. Das darf doch gar nicht sein, jetzt komm. Ach, jetzt komm, reicht doch. Ich will auch was sagen, ihr seid nicht die Einzigen. Ja, das ist. Oh. Das ist jetzt ärgerlich, also. Ich hoffe mal, dass ich jetzt irgendwann mal antworten kann, wenn ich so lange warten muss. Oh. Ja super, jetzt gibt ihr mir eine neue Anweisung, ich konnte nicht mal antworten. Also wir sollen auf 10.000 runter und plus 13. Das heißt, wir werden einen kleinen Bogen fliegen. Seite über den Autoklub und da diese kleinen Berge da. So, ich habe jetzt wieder einen Cut gemacht, weil mein Aufnahmeprogramm der Meinung war, sich einfach zu beenden. Egal, wir sind jetzt zwar mittlerweile gesunken auf 4. Ja, auf, also wir haben jetzt die Freigabe von 4.300 Fuß und wir befinden uns gerade in Distanz. So. Ich habe schon was ILS jetzt reingemacht, aber ich glaube, dass wir VFA landen werden, also Sichtanflug ohne Instrumenten und System. Mal sehen. Also ihr seht es auf dem Navigation Display da, diese weißen Punkte, das sind alles Triffy, das ist alles Triffy, also das ist schon so ein kleiner Knubbel, der sich da irgendwie gebildet hat. Naja. Aber das macht auch, ich finde, das macht auch diese Anflüge in Amerika sehr spannend. Amerika, USA, die haben
hohes Potenzial, was Verkehrsflugzeuge angeht. Versteht ihr, wenn ihr im Anflug von LA seid oder von San Francisco, New York, ihr habt da sehr viel Verkehr. Das ist genauso wie in Frankfurt, also an den großen Drehkreuzen der Länder. Und das macht es auch viel spannender, weil du da viel achtsamer sein musst. Ja, wir sollen jetzt hier auf 015. So, wir gehen mal weiter jetzt nach rechts, nur als hin. Ich habe jetzt nur keinen Bock, dass du mich hier zu tief sinken lässt und ich gleich gegen den Berg knall. Das wäre nicht optimal. Dann wären jetzt die ganzen 10,5 Stunden, die ich jetzt geflogen bin, umsonst. Ich will mal mein Bestes geben und versuchen, eine sanfte Landung zu kriegen. Das ist nicht so einfach, aber ich denke mal, machbar ist es auf jeden Fall. Wir sind so gut wie ausgesaugt. Wir haben jetzt gerade 7% Treibstoff in den Tanks. Obwohl es auf dem Information Display, wo die Engines sind, mit 17.000 Kilogramm noch sehr viel anhört. Das ist beim A380 nur 7%. Ja. Aber es reicht auf jeden Fall für die Landung noch und für den Durchstartmanöver, für den Go-Round. Für alles auf jeden Fall. Bis LA reicht der Treibstoff auch. Also so gesehen von bis LA wieder zurück. So, genießt mal schön die USA hier. Ein bisschen rausgucken. Oh, vor uns ist eine 737. Was ist das für eine? Das ist eine. Was ist das? Eine American Airlines. Alte Lackierung. Hm, nicht schlecht. Wir werden jetzt jeden Moment nach links drehen. Auf jeden Fall. So, jetzt 23, wir sinken, halten sie 1800. Alles war jetzt so 28, einfliegen, halten sie 1800. Mhm. Ja, machen wir erstmal, was die gute Dame hier sagt. So. So, wir gehen jetzt runter auf 1800 Fuß und drehen schon mal auf 315 ein. So, wir haben schon mal die Einflugfreigabe jetzt vom Tau bekommen. Das heißt, ich fliege schon mal drauf zu. Jetzt müssten wir theoretisch noch einmal links abbiegen. Oder links, nach links wenden. Ich wenden sollen abdrehen, um auf die Bahn ausgerichtet zu sein. Ja. So. Wir machen die Maschine bereits. Spoilers, all arms, auto brake medium. Okay, traffic. Ja, jetzt fängt es wieder an. Ich schaffe mal, dass wir jetzt nicht mehr einen reinkrachen. Zur Information, ich habe Crash aktiviert, das heißt, wenn ich mich zu hart aufsetze oder mit einem anderen Flugzeug kollisiere, eine Kollision mit einem anderen Flugzeug habe, dann beendet sich der FSX, dann ist er dieser sogenannte Crash. Das habe ich jetzt einfach angemacht, um zu sehen,
auch schaffen, ohne Crash, ohne durch irgendwas durchzufliegen. Mal rein angucken. Don't sink. So, wir machen den Cut. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Don't sink. So. Ja, ich cutte jetzt mal kurz und dann. Don't sink. Ja, ich mach das gleich. So, wir sind wieder da und ich habe kurz vor dem Cut den Output deaktiviert und fliege jetzt gerade manuell, das heißt ich mache einen Visual Approach und da vorne sehen wir die zwei Landebahnen. So, wir sind jetzt im Final Approach auf der Runway 28 Left in San Francisco. Wir sehen die Papi-Leuchten, die sind gerade perfekt. Zwei rot, zwei weiß. Da fahren wir Check. So. Bitte, 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 werd weich. 400. So. Autopost auf. Oh, da neben uns eine Cathay Pacific 747. Parallel zu uns landet sie auch gerade. Das ist auch schön. 200 Minimums, continue landings. Oh, da drückt nochmal der Wind. Oh, continue 100. Oh. Uiuiuiui. Without, komm. Boah, die war weich. Die war butterweich. Oh, da guck mal, die Cathay Pacific ist auch gelandet. Also die war wirklich butterweich, also kann keiner was gegen sagen. So, Reverse ist back in und wir machen unser Rollout. So, wir wollen ein bisschen Stoff hier eigentlich anhalten. Also, rollen wir mal hier schnell wieder runter, bevor wir ich glaube, ich gebe gerade ein bisschen zu viel. Hauptsache schnell runterfahren. Also wie gesagt, ihr habt es gesehen, die Landung war super. Jetzt müssen wir einen freien Parkplatz finden und dann war es auch, man merkt schon, dass ich ein bisschen müde bin nach diesen 10,5 Stunden. Also dann war es auch für heute. Und das ist eine schöne Qantas 747 aus Sydney. Bodenkontrolle. Vorne ist, glaube ich, ein Großraumfliegerplatz. Mal sehen, warte mal. Ja, wir können einfach mal direkt hier vorne stehen. Ich habe jetzt keine Lust, großartig über den Flughafen zu rollen, deswegen ist das schon perfekt. So, wie gesagt, an die Zuschauer, die sich irgendeinen Flug wünschen, schreibt es einfach in die Kommentare. Dann mal sehen, bei Kurzstreckenflügen und Mittelstreckenflügen ist das ja noch in Ordnung, schafft man dann irgendwie ein Video rauszuhauen ganz schnell. Bei so Langstreckenflügen sollte man damit rechnen, dass es ein bisschen länger braucht, weil man muss den Langstreckenflug machen, aufnehmen. Dann muss man erstmal die Videos, diese einzelnen 10 sortieren und dann auch zusammenschneiden, bearbeiten und. Oh, ich sehe gerade, wir werden schräg. Aber das muss irgendwie scheiße sein. Ich habe keine Lust mehr. Egal. Ne, das heißt dann, das kostet dann wieder mehr Zeit. Falls ich stehe, ich bleibe jetzt einfach so stehen, keinen Bock mehr. So. Dann würde ich mal sagen, bis gleich.
So, mich hat es auf jeden Fall gefreut, heute mit euch an Bord des A380 von Lufthansa von Frankfurt aus nach San Francisco zu fliegen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet und einen Daumen hoch. Für Feedback immer offen unten in die Kommentare rein. Und ja, wir machen jetzt mal hier schnell die Lichter aus. So, wir warten hier, bis die APU arrivable ist. Jetzt machen wir das Bleed an, dann öffnen wir die Ventile. So, jetzt können wir auch mal die Engines runterschalten, also ausmachen. So, all Engines got off. Und ja, das war ein anstrengender Flug. Wie gesagt, hat mich sehr gefreut, dass ich heute mal diesen Flug machen konnte mit euch. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr mich weiter supporten würdet. Und vielleicht findet man so eine kleine Diskussion in den Kommentaren. Wie gesagt, auf jeden Fall, so, das war es mit dem Flug hier, den schönen A380 hier in San Francisco. Heil angekommen, alle heil, Urlaubsstimmung. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut.